So, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma BTM Turbo. Tada! Neuer BMW M3 Touring haben wir mal wieder einen gemacht. Wunderschön hier, all black. Ja, wir sind mit unseren Arbeiten ja schon komplett durch. Das Fahrzeug ist jetzt schon komplett fertig. Wir haben jetzt an dem Fahrzeug hier, oder durften wir, können wir ja auch so schön dazu sagen, haben wir ein V3 verbaut, Felgen hat er bekommen. Und natürlich das Wichtigste, Abgasanlage, damit wir hier einen ordentlichen Sound haben. Und wie gesagt, jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen im Detail an, wie das Fahrwerk so aussieht. Und das ist einer der ersten, muss ich echt sagen, wo Keramikbremse drauf hat. Bin ich auch sehr begeistert. Und keine Schalensitze, das ist irgendwie auch geil. Gut, ich sag mal, der gute Herr hier, nochmal Dankeschön, dass wir ein Video drehen dürfen. Ist auch ein bisschen älter, aber ich finde halt hier auch, die Sitze sind ja schon mega gut, also vom Performance her, man kann sie echt so schön eng machen. Ich denke mal, die Schalensitze waren da gar keine Option und ich sag mal, die Schalensitze sind auch zum Ein- und Aussteigen schon auch eine Nummer. Also jetzt, wo ich weiß, dass die so sein können, wüsste ich auch nicht, ob ich Schalensitze nehmen würde. Ja, die Schalensitze ist halt so ein optischer Teil, also ich finde sie optisch auch geil. Aber ich muss persönlich sagen, ich wüsste nicht, wie es ist. Wie sehen die Sitze jetzt mal nach 10.000 Kilometer aus oder 20.000? Weil über die Kante muss man natürlich auch immer drüber. Und ich denke nicht, dass da jeder sich so rausstützt und rüberfährt. Ja. Aber ich finde sie geil. Die Sitze sind auch geil. Und das Gesamte hier, wie es, sage ich mal, gelungen ist, ist auch mega geil. Ja. Ihr gesagt, fangen wir mal mit dem schönsten und wichtigsten Teil an. Hier, das wunderschöne Gerät, ist noch ein bisschen warm, ist dann gerade frisch gefahren. Ja, hier, wie gewohnt, müssen wir natürlich abtrennen. BMW hat ja immer eine wunderschöne Komplettanlage, hat Vor- und Nachteile, aber ja, uns macht es jetzt erstmal nichts aus. Hier wird es schön gecuttet und dann geht es hier direkt weiter in unsere Abgasanlage. Wie schön gewohnt, unsere dritte Klappe. Ja, und dann fahren wir hier mit 76. Komplett straight nach hinten. Dann haben wir hier als Besonderheit natürlich auch unser Verbindungsstück drin, das natürlich auch bei alle Endrohre Rauch rauskommt, wenn es jetzt draußen wieder kälter wird, wo man natürlich das ganze Kondens und so wieder sieht. Und dann war es natürlich für uns auch wichtig, dass aus alle vier Endrohre Rauch rauskommt. Ja, so viel zur Abgasanlage. Jetzt sehen wir ja mal hier das Fahrwerk von hinten. Ich finde es ja von der Farbe her eh immer mega geil. Das macht eh endlich immer Spaß einzubauen, weil es schon qualitativ high-end ist. Ja, hier haben wir jetzt auch den Spur- und Stutzkorrektur. Ist an den Fahrzeugen bei der Tieferlegung und mit den breiten Walzen auf jeden Fall notwendig. Ich sag mal, der, wo ein bisschen Acht auf Reifenverschleiß legt, brauchen wir hier die Dinger auf jeden Fall, weil wir sind hier mit der Extenderschraube relativ schnell am Anschlag. Das heißt, wir brauchen 2 Grad Sturz auf jeden Fall, damit wir Platz an der Karosse haben und dann kommen wir natürlich mit der Spur nicht mehr hin. Und deswegen gibt es dann hier die wunderschöne Lösung und so kriegen wir das Fahrzeug wieder wunderschön vermessen, so dass es sich so fährt und vom Verschleiß auch so ist, wie wir uns das vorstellen. Ja, wieder auch rennsportmäßig aufgebaut, eine große Hauptfeder, eine kleine Vorspannfeder und das gleiche Prinzip haben wir vorne auch. Und wie gesagt, jetzt gehen wir direkt mal auf die Strecke und testen das Ganze, wie das sich so fährt. Thank you.
Fahrzeug. Also man muss schon sagen, die BMWs sind schon extrem giftig am Lenkrad. Also ich fahre ja sehr, sehr viel Audi und das Ganze drumherum auch, was alles zum VAG-Konzern gehört. Und hier merkt man einfach, dass ja, vom Lenkung hier alles ein bisschen anders aufgebaut ist, auch von der Achsgeometrie. Wir haben ja jetzt hier ein V3 drinne. Und mit dem Sturzkorrektursatz, also es fährt sich nach wie vor Bombe, aber man merkt trotzdem einen krassen Unterschied jetzt zu anderen Fahrzeugherstellern. Also ich hätte jetzt behauptet, dass die Fahrzeuge hier schon sehr empfindlich auf Lenkmanöver sind. Also es ist schon ganz anders wie mit der Audis. Vom Aufbau ist es ja auch anders. Also wenn man die Fahrzeuge auch verschränkt, sieht man auch komplett, wie das anders aufgebaut ist, dass die fast nicht kippeln, dass das vom Eintauchen her ganz anders ist. Also das müssen wir euch fast mal irgendwie zeigen, wenn wir so ein Fahrzeug TÜV fertig machen, weil da muss man ja das Fahrzeug verschränken, gucken, ob alles freigängig ist. Das sind in den Fahrzeugen hier auch ein bisschen, ja, mit den Lufteinlässe vorne bei der Kühler am vorderen Rad, da muss man auch ein bisschen immer spielen, dass da dementsprechend Platz da ist. Aber das haben wir hier jetzt auch alles gemacht, genau den anderen BMW-Lauf, den wir hatten. Ich hätte auch noch was. Wir haben für unsere Zuschauer direkt davor einen RS5 gefilmt. Ja. Ist ja im Endeffekt nicht ganz der gleiche Motor. Anzahl der Zylinder passt ja. Aber durch was kommt es, dass der BMW sich dumpfer anhört? Ist es, weil die Abgasanlage hinten einen Schalldämpfer hat und beim RS5 ist es ja links und rechts aufgeteilt? Oder durch was kommt es? Boah, da jetzt das Richtige oder sag mal, vielleicht sogar das Falsche zu sagen. Ja, denkst du, das hat was damit zu tun, dass es ein rein Sechszylinder ist, dass das schon was ändert? Ja, also okay. Ein rein Sechszylinder hört sich eh schon mal ganz anders an. BMW hat ihr Konzept auch hier mit der Turbolader ganz anders wie jetzt gerade am RS5. Beim RS5 haben wir ja auch keine wirkliche, wie heißt es nochmal, Abgaskrümmer quasi für den Turbolader. Das ist ja bei den Fahrzeugen alles im Topf. Mhm. Das ist ja das Schwierige. Im Kopf, ich sag schon im Topf. Ja, deswegen ist der Sound anders und ja, die ganze Rohrführung, wie das von oben ja auch runterkommt, ist ja auch komplett anders. BMW hat ja mehrere Cuts drin, die haben oben die zwei Cuts drin, dann unten nochmal sogar Metall-Cuts und der Partikelfilter. Also ja, das kommt da schon her. Deswegen hätte ich jetzt behauptet, ist vom Sound her schon dumpfer. Und auch vom Schalten her hört sich das auch nochmal alles ein bisschen anders an. Aber für Serie laufen die Fahrzeuge echt auch relativ gut. Naja, die werden wahrscheinlich auch ordentlich nach oben streuen, so ja, 20, 30 PS. Also das, da kann man hier gar nichts sagen. Ja, aber das meine ich, guck mal, du hier ganz leicht am Lenkrad ist. Ja. Kommt also, schon schnell. Das ist jetzt, ja, die sind schon giftig am Lenkrad, muss ich sagen. Aber jetzt nicht schlecht. Also ich sag mal, es ist ja auch eine Gewöhnungssache, mit was man hier dann immer alles so rumfährt. Und was ich immer rumfahren darf, das ist ja das Nächste. Ja. Nee, so viel zum Thema. Wir haben an dem Fahrzeug ja jetzt Felgen drauf, Abgasanlage drin, Sturzkorrektur, eine saubere Achsvermessung, alles mit TÜV. Und wie gesagt, fährt sich echt richtig, richtig schön. Und wenn ihr da Lust drauf habt, mehr davon zu sehen oder auch ein BMW habt und so einen Umbau möchtet, einfach bei uns melden, gar kein Problem, machen wir auch alles. Und in dem Sinne, viel Spaß und aufs nächste Video. Auf jeden Fall gespannt sein, da kommt auch wieder was Schönes. Ja, Like da lassen, Abo da lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao.